Und da haben wir schon Zombies. Mit denen will ich aber nichts zu tun haben. Also auf jeden Fall, was das Hochladen von Lego Batman angeht. Aufgenommen habe ich es ja schon komplett. Ha, Kaffee. Ich mag Kaffee. Und da unten geht irgendeine Sprache ab, die ich nicht kenne. Je le retrouve, ist das Französisch? Kann das sein? Keine Ahnung. Ich kenne mich damit einigen Fremdsprachen nicht so aus. Ich würde auch mal sehr gerne zu dieser Safe Zone. Allerdings habe ich dann Angst, dass ich wieder abgeknallt werde. Und da unten ist ein Gebäude, in das man hoffentlich rein kann. Weil wenn ja, will ich mir das mal angucken. Ist natürlich blöd, dass man das noch nicht wirklich einsehen kann, ob man da jetzt rein kann oder nicht. Das sieht irgendwie nicht danach aus. Ich weiß es nicht. Obwohl, da kann man rein. Das ist eine Scheune. Kann man über den Stacheldraht springen, ohne sich zu verletzen? Nee, kann man nicht. Man kommt da gar nicht drüber. Aber da ist ein Eingang. Sehr schön. Schauen wir uns das doch mal an. Hoffentlich finden wir da drin irgendwas Nützliches. Eine Schusswaffe wäre mal geil. Oh, was haben wir hier? Okay. Ich habe schon mal ein Item aufgesammelt, welches ich noch nicht kannte. Hier ist noch mehr. Ich habe keine freien Backpack-Slots mehr. Das war doch noch nicht alles, oder? Oh, eine Note. Note C13. Cool. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich und aufschlussreich gewesen. So, was haben wir denn jetzt hier alles eingesammelt? Essen und so ein Kram. Na gut, okay. War jetzt nicht wirklich erfolgreich, aber naja, man kann ja nicht immer gewinnen. So, die Sachen lassen wir mal hier. Weil jetzt schon was essen und trinken brauche ich noch nicht. Da ist ein Zombie. Und der Zombie da hinten ist jemanden am Essen. Frisst er jetzt einen anderen Zombie oder ist er ein Überlebender? Oh, hier sind ganz schön viele. Was haben wir hier? Ja, super. Moment. Nein, pack die wieder weg. Mist. Okay, der hat aufgehört zu essen, aber wir verziehen uns jetzt auch wieder hier. Das wird mir ja alles ein bisschen zu heiß. Wenn ich wenigstens ein vernünftiges, was Vernünftiges zum Schlagen hätte, dann wäre das ja was anderes. Aber ich habe ja nur die dämliche Taschenlampe.
Und nicht die ganze Zeit mit einer Taschenlampe auf den Kopf von einem Zombie einschlagen. Da schlage ich mich ja dumm und dämlich. Und was ich auch noch rausgefunden habe im Vergleich zu der Aufnahme davor, man muss ein bisschen über den Kopf drüber zielen, weil dann trifft man den Kopf genau, weil die Schwachstelle von den Zombies ist nämlich wirklich der Kopf. Das heißt, man zielt ein bisschen mit Schlaginstrumenten und so auch über den Kopf. Und dann trifft man den Kopf genau und dann gehen die viel schneller down, weil ich habe ja gestern bei der Aufnahme teilweise stundenlang auf einen Zombie draufgeschlagen und dabei rumgekommen ist irgendwie nichts Vernünftiges. Also der ist dann schon nach einer Zeit umgefallen, aber hat halt lange gedauert. Und wenn man ein bisschen über den Kopf drüber zielt, dann trifft man halt genau den Kopf und dann ist es um einiges einfacher, die Zombies down zu kriegen. Das werde ich dann auch bestimmt später mal ausprobieren. Aber jetzt auf alle Fälle noch nicht. Erstmal will ich gucken, dass ich vernünftige Ausrüstung finde. Ohne natürlich abgeknallt zu werden. Okay, das ist ein anderer Survivor. So ein Mist. Okay, der checkt auf jeden Fall jetzt den Place da hinten ab. Mann, da wollte ich hin. Ach, hier unten kann man die Zeit sehen. Ah, 9. August 2019, 6:09 Uhr morgens. Ah, sehr cool. Da muss ich mich jetzt aber auch mal bedanken. Das ist auf jeden Fall schon mal eine coole Information. Und es sah so aus, als hätte der Typ, der da hinten ist, auch nur eine Taschenlampe. Aber das ist mir trotzdem ein bisschen zu gefährlich. Wir werden weiterlaufen. Wir werden auf alle Fälle weiterlaufen. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wo wir sind. Wir gehen jetzt hierhin Richtung Clearview. Das ist, glaube ich, da, wo ich das letzte Mal abgekackt bin. Ich weiß es nicht mehr, ich glaube aber schon. Und mich würde auf jeden Fall mal interessieren. Okay, der turnt noch immer da hinten rum. Der turnt noch immer da hinten rum. Wenn ich jetzt eine vernünftige Waffe hätte, da bin ich ehrlich, dann würde ich auf den draufgehen. Aber da ich ja wirklich nur eine Taschenlampe habe. Der hat aber auch wirklich nur eine Taschenlampe, wie man da sieht. Der hat den Zombie schnell down gekriegt. Ja, okay. Ich gehe mal ein bisschen höher. Lauf nicht zu sehr an der Straße entlang. Nicht, dass er mir nachher noch folgt. Vielleicht hat er ja auch mittlerweile eine Waffe gefunden, eine stärkere Waffe oder so. Und dann stehe ich da. Wie der Ochse vom Berg. Was natürlich nicht so okay wäre. Ich weiß gar nicht, es gibt auch so random Spots in den Wäldern, glaube ich, wo man ab und zu mal was finden kann. Ich werde mir noch einen Schluck von meinem Kaffee gönnen. Ich sollte mir den mal auf die rechte Seite stellen, damit ich nicht immer mit der rechten Hand nach links rüber greifen muss. Ja, das sind informative Informationen, die ihr hier gerade dafür darüber bekommt, wie das Ganze hier abläuft, was der Shithead nebenbei macht, warum er es macht, weiß niemand, aber er macht's. Einfach so. Oh, da ist was. Ein Zombie nur. Dem gehen wir auf die Fresse, oder? Ach du Scheiße!
So viel zum Thema ein Zombie nur. Wenn jetzt hier irgendwo irgendwas Korrektes liegt, ne? Das sieht aber nicht danach aus. Okay. Drei Zombies. Ich glaube, ich habe verkackt. Ich glaube, ich habe verkackt. Komm schon. Geh down, du blöde Nutte. Entschuldigung, ich wollte nicht ausfallend werden. Geben wir dem jetzt auch noch ein paar? Komm, wir machen's. Komm schon. Geh down. Geh down. Okay, Junge, Junge. Jetzt turnen da schon wieder welche rum. Das Ding ist, hier ist aber auch nichts, oder? Okay, da ist auch einer. Ja, wir verziehen uns von hier. Auf alle Fälle. Okay, wir haben keine Bandages mehr. Aber wir können mal was trinken. Und essen uns hier einen Schokoriegel hinterher. Okay. Nein! Wer hat geschossen? Laufe ich dem Typen jetzt direkt in die Arme oder was? Da ist so eine größere Stadt. Darin hauen wir ab. Ich habe auf jeden Fall Schüsse gehört. Ist natürlich die Frage, ob die Schüsse mir galten oder ob der irgendwie sich vor Zombies verteidigt hat oder so. Die waren bestimmt für mich. Die Schüsse waren bestimmt für mich reserviert, aber da hat er die Rechnung ohne den listigen Lux Meise gemacht. Okay, und das ist eine größere Stadt, in der bestimmt diverse Scheiße abgeht. Okay, ich sehe auf jeden Fall niemanden, der mir folgt. So, und jetzt müssen wir nur die Gebäude abchecken, wo man reingehen kann. Das sind hoffentlich random Sounds, die nichts zu bedeuten haben. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob wir hier nicht irgendwas Nützliches finden können. So, da können wir auf jeden Fall schon mal rein. Das ist schon mal sehr gut. Wenn wir Glück haben, finden wir was da drin.
Wenn wir Pech haben, finden wir nichts hier drin.